Jo, nachdem es im letzten Part einige Probleme gab mit meiner Stimme, hoffe ich, dass wir das jetzt alles wieder behoben haben und dass wir weitermachen können. Wir stehen hier in unserer Bude. So. Kurz gucken, dass der Stein. Haben wir noch Steine hier? Nein. Doch, da haben wir doch noch Steine. Ne, das Kies. Was brauche ich denn? Zwei Steine lassen wir nochmal hier. Drei brauche ich nämlich jetzt, weil wir wollen uns ja natürlich gleich mal in den Untergrund begeben. Wahahaha. So, dazu brauche ich Stöcke und Steine. Für eine Steinspitzhacke. So ein paar Sachen lassen wir mal hier. Samen lassen wir hier. Kürbis, Zuckerrohr, Blumen. Eichensetzling und Birkensetzling. Und die Holzbretter lassen wir auch hier. Weil wir müssen ja auch mal später noch ein paar Sachen hier anpflanzen, damit es uns besser geht. Also da sehen wir den Mond. Also wir müssen ja auch noch ein paar Sachen anpflanzen, damit wir später auch genug zu essen haben und alles. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt hier rausgehe, springt der nächste Creeper uns die Bude weg. Da hinten steht einer. Ich höre eine Spinne. Und die läuft ja irgendwo rum. Wenn ich es richtig höre, ist sie genau über uns. Scheiße! Warum habe ich das zugemacht? Jetzt sehen wir hier nichts drin. Fuck. Scheiße. Ja, das war eine Scheißidee. Aber ich habe was vor. Nur mit der Ruhe, Leute. Ah, das ist das Viech. Und wir sind tot. Wurde es von einer Spinne. Ah, fuck, Mann! Scheißdreck. Alles weg. Und jetzt sind wir nicht mal mehr in der Nähe von unserer Bude, oder was? Nein. Ja, das war der erste Tod. Da-dam, dam, da-da-dam, dam. Da-da-dam, da-da-da-da-dam. Ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie die Nacht überstehen. Und vielleicht sogar unsere Bude wiederfinden. Warum ist da hinten so viel Licht? Gehen wir mal gucken. Also ich glaube, von unserer Bude sind wir jetzt zu weit weg. Das heißt, wir können quasi den ganzen Bullshit nochmal von vorne anfangen. Ah, darum ist hier so viel Licht. Könnte später vielleicht noch von Nutzen sein, dass hier so viel Lava ist. Erstmal gehe ich da oben jetzt die drei Bäume fällen. Kein einziger Samen in den ganzen Gedöns, was ich bis jetzt kaputt gehauen habe. Okay, das war der erste Creeper. Wie weit kommen die einem denn hinterher? Ja, okay, der kommt immer noch hinterher. Ja, Alter, was ist denn hier los? Wollen sie mir denn alle ums Sack gehen? Kannst du mal bitte wieder Tag werden? Jetzt muss ich hier die ganze Nacht nur ums Überleben kämpfen. Wäre mir doch einfach mal in der Bude geblieben, bis es wieder Tag wäre. So, der ist auch explodiert.
Kommt wieder eine Spinne. Ja klar! Als ob die Spinne gegen den Creeper überlebt. Jetzt sind da noch zwei Spinnen. Ich geh drauf, ich werde wieder drauf gehen. Ah, Alter. Ich fühle mich gerade so verarscht von diesem Spiel. Kann nicht sein, dass... Alter! Da hinten ist unser Haus! Da hinten ist unser Haus! Ich glaub's nicht, da ist unser Haus! Jawohl! Ey, geil! Einfach hier rumgeirrt wie so ein Gestörter. Und da hinten ist unser Haus. Warum? Ey, wie lange sind diese fucking Spinnen hinter uns her? Hier liegen unsere ganzen Sachen noch. Ich glaube es nicht. Ja. Ha, es gibt einen Gott. Ja, geil. Dann können wir ja weiterhaken. Wir müssen ja mal runter, wir müssen ja auch mal ein paar Sachen finden, die wir brauchen könnten. Yeah, hier sind Sachen, die wir mal brauchen könnten. Dann nehmen wir mal die Steinspitzhacke. Oh, sollten wir es auch benutzen. Und es ist, wenn ich richtig sehe, Eisenerz. Jawohl, und da ist das, wofür ich hier runtergekommen bin. Jawohl, wir sind eigentlich für alles hier runtergekommen, aber... Wenn wir schon mal die Chance haben, weil wenn ich es richtig sehe, müsste das hier Kohle sein. Jawohl. So. Was sind das für Geräusche hier? ETF? Weil, jetzt können wir nämlich unser Holz... mit dieser Kohle hier gegen normale Kohle verfeuern. Und ich höre hier Viecher. So, das ist jetzt absichtlich, dass ich extra weiter nach oben gegangen bin, weil ich jetzt dachte, hier ist irgendwo so ein Viech. Ist hier gerade aber nicht. Jetzt brauchen wir gleich noch ein Dreckding, das kann ich mir aber hier holen. So, weil... Das sieht auch kacke aus. So, jetzt ist das auch wieder zu. Hoffentlich geht das... Hoffentlich wird das irgendwann auch wieder zu sein mit Gras. Oder mit Schnee eher gesagt. So, jetzt gehen wir hier hin. Warte mal. Birkenholzbretter. Hier unten kommt die Kohle hin. Birkenholzbretter kommen da oben hin. Ah nee, stimmt. Das dürfen noch keine Bretter sein, soweit ich weiß. Erstmal platzieren wir das hier in unserer Kiste, weil wenn wir schon mal sowas finden... Wow. So. Gehen wir mal ein paar Bäumchen fällen, würde ich mal sagen. So, dann können wir das gleich zu Kohle verfeuern. So, gleich erstmal eine Steinaxt machen, weil mit dieser Holzaxt hier ist noch ziemlich, ja, lahm. So, jetzt gehen wir mal weiter. Gehen wir wieder zurück. Muss ich nachher erstmal wieder alles reparieren. Ist die Kohle jetzt auch weggelegt? Ja.